Hallo Freunde und willkommen zurück zu Dungeons 4, wo wir uns aktuell darum kümmern müssen, dass Tristan hier sein Ritual nicht abschließt. Gleichzeitig sind wir gegen Ende der letzten Folge sowohl auf Magmalinge, Feuerelementare, wie auch immer, und Spinnen gestoßen. Die Spinnen wollen uns einen Besuch abstatten und ich habe auch gesehen, dass die dass hier Gegner langgelatscht sind. Ich denke mal, dass die auf dem Weg auch zu unserem Dungeon sind, aber die haben ja noch ein bisschen mehr vor sich. Hier sehen wir sie auch schon wieder laufen. Jetzt muss ich aber mal gucken, was denn unsere Missionen für diese Folge waren. Die haben wir schon geschafft. So, keine Tränke, keine Zauber. Den Meister der Fallen haben wir leider schon verkackt, weil Talia einmal draufgegangen ist. Ist unangenehm, aber naja, kann man nichts machen, ne? So, Talia, du kannst mal da hinten schon mal hinzaubern. Oder auch nicht. Feinde haben den Dungeon Na, betreten. guck mal, da sind sie jetzt alle. Dann gehen wir doch auch die mal abfangen. Eine Goldader ist nahezu erschöpft. Macht mich alle fertig, Leute, wisst ihr das? Was? Ah, ist einer von den Untoten gestorben? Naja. Das ist nicht das Problem. Die stehen ja wieder auf mit der Zeit. So, Talia, ich glaube dich ungern nochmal tot. Deshalb. Und wir müssen mal ein bisschen was an Frontlinern rekrutieren, weil da haben wir irgendwie echt wenig. Den Raum hier mal noch vollenden. Zack, bitteschön. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja. Das ist ja frech. Nee, den wollte ich eigentlich nicht aufreißen hier. Mach mal wieder zu, bitte. Und hier bauen wir dann bei Zeiten mal eine Tür rein. So, wenn uns die Gegner denn dann mal kurz Luft lassen, würde ich mich gerne erstmal um die Spinnen kümmern. Die Gegner sind viel zu tanky für meinen Geschmack gerade. Aber wir können doch. Ach nee, die haben wir noch gar nicht erforscht. Uns fehlt es an Gold. Interesting. Hier haben wir noch die Goldader. Hier ist eine Goldader, die müssen wir uns aber von den Spinnen holen. Mehr Goldquellen haben wir gerade auch gar nicht. Ist schlecht. Der ist fast draufgegangen. Aber glücklicherweise auch nur fast. So. Bevor ihr euch wieder was hinschmeißt, bewegt. Eure Schnodderlinge haben eine Goldader vollständig abgebaut. Goldene Portale öffneten sich im Dungeon. Ja, scheiß Ernst. Also ich merke, es scheint echt ein Fehler zu sein, zu sagen, okay, ich mach mal ausnahmsweise keine Horden-Truppen. Die fehlen hier irgendwie. Also ich habe das Gefühl, dass die definitiv den Damage Output hätten, den ich jetzt bräuchte. So, könntet ihr euch da mal ein bisschen beeilen? Weil ich würde gerne das Portal so schnell wie möglich zerlegen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Wie kommt das nur? Komm,
Männer, halte Talia auf, bevor sie mein Ritual unterbrechen kann. Der Thronsaal wird angegriffen. So, damit die Flammenwerfer hier nicht allzu leichtes Spiel haben. Machen wir das jetzt einfach so. Es kommen viel zu viele Gruppen gerade auf einmal. Vor allem, die haben auch alle, oder fast alles sind Elite-Truppen. Stimmt mit euch eigentlich nicht. Na komm, holen wir mal Go. Talia? Ultimatives Böses beschwören und so? Ein weiteres Mal verwandelte sich Gorgu in den mächtigen Dungeon Lord. So. Ich weiß, es ist jetzt mit seiner nicht allzu langen existierenden Lebensspanne gar nicht so clever. Er hat im Dungeon aufgeräumt. Wo war denn jetzt nochmal? Hier sind die goldenen Portale. Es gibt scheinbar keinen zweiten Dungeon-Eingang. Das ist ja nervig. Und warum sind eigentlich schon wieder zwei von den Skelettfürsten drauf gegangen? Das ist doch nicht feierlich. Selbst die Spinnen sind ja scheinbar Elite. Das ist ja ganz was Bescheuertes. Die Schnörderlinge sind so dämlich, ne? So. Schnörderlinge mal wieder das Leben retten hier hinten. Der Dungeon Lord verwandelte sich zurück in Gorgu, das unscheinbare Baby. Ich habe leider nicht gesehen, bis wo er gekommen ist. Aber ja, einen zweiten Dungeon-Eingang können wir echt brauchen. Und ich hätte vielleicht das Portal mal zerstören sollen. So, Talia, mal. Danke. Fühlt sich ausnahmsweise auch echt mal Befehle aus. Das ist ja schon fast verrückt. Was macht ihr eigentlich die ganze Zeit hier? Hier ist doch nichts. Einer die Schnörlinge. So, die Goldgrube hier lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Ein neuer Bereich wurde im Dungeon aufgedeckt. Okay. Regeneriert Lebenspunkte. Das könnte man hier so ein Dingens bekommen. So ein Knochenfürst. Sobald das Spinnennetzwerk ist. Dankeschön. Und dann lasse ich euch auch kurz mal in Ruhe, dass ihr euch erstmal regenerieren könnt. Bei Bedarf. Hier kann mal zugemacht werden und mit Türen versehen werden, bitte. Weil mehr Gold ist wichtig. Zahltag. So. Zahltag ist nicht das Problem. Forschung wichtig, feuriger. Sukubi. Habe ich eigentlich die Arena? Also ich habe die Arena erforscht, ja, aber habe ich sie auch gebaut? Ich glaube
nicht, oder? Doch, hab ich. Aber Manaport habe ich auch, dass diesen Tanzraum, das... Oh Gott, ich habe vergessen, wie er heißt, aber halt diesen Tanzraum, den haben wir noch nicht gebaut. Wir können auch mal hier die Schatzkammer komplett abreißen. Ein weiteres Mal wurden goldene Portale im Dungeon geöffnet. Euer Scheiß Ernst, ich habe die gerade erst abgerissen. Wo denn diesmal und warum? Oh, in meinem Gold. Ihr mich auch, ey. Den Raum mal was schöner. Ja, dann können wir das hier auch mal einfach zuschütten. Das ist vielleicht auch einfacher. Gut, das Portal hat zumindest nichts ausgespuckt. So. Du hast hier ein sehr trauriges Dasein. Sag ich wie das. Würde mir ja wünschen, dass man manchmal so Goldader noch einfach setzen kann. So, jetzt können hier zumindest mehr Leute an der Goldader arbeiten. Oder wir brauchen halt mal eine Möglichkeit, diese Wasserflecken zu trocken zu legen oder so. So. Kerker haben wir noch nicht und Necrodanzikon, genau so hieß es. Das haben wir auch noch nicht. Dann ändern wir doch beides mal. Kerker kann dann schön hier rein. Und wenn ihr beide fertig seid, haben wir da auch eine Tür. Na komm, schön. So. Können wir uns zwar gerade vom Gold her noch nicht leisten, aber unsere Schneiderlinge sind ja dran. Gut. Ihr seid fleißig am Beten, das ist ja schön. Jetzt könnt ihr auch entspannen. Also ihr könnt entspannen, ihr könnt tanzen, wenn ihr wollt. Aber... Wir müssen mal ein bisschen Fortschritt auf der Bauwelt erzielen. Auch wenn ich gerne die Feuerelementare zum Beispiel noch loswerden würde. Aber haben wir jetzt gerade nicht die Zeit für. Ja, weil der hier nicht komplett in der Gold, in der Schatzkammer rum. Von der Schatzkammer umschlossen ist, so. Das wollte ich sagen. Alter, Leute. Wir haben noch genug zu tun. Den Dungeon Lord werden wir später rufen. Hier noch ein paar Fallen reinbauen. Oh, ich muss ausblenden, dass Talia immer näher rückt und mir langsam gefährlich wird. Oh. Kannst du tun? Ist jetzt vielleicht nicht ratsam, aber hey, ich habe gerade eine ganz verrückte Idee. Ich habe die Fallen auch noch nicht verbessert. Ich bin auf mein Haupt. Gut, die anderen Türen brauchen wir ja nicht. Ah.
Ja, schöne regenerierende Dämonen, falls sie doch mal drauf gehen sollten. Talia, was macht er hier? Warum? Ding Dong, es ist Zahltag. Ja, manchmal verstehe ich die die Minions alle nicht. Oder generell so. Ein paar kleine Bugs scheint das Spiel dann doch noch zu haben. Hier ganz viele Fallen reinbasteln. So. Ist schon wieder Gegner. Zufällig schon irgendwas gestorben? Nee, ich bin überrascht, das nicht, aber liegt auch nicht unbedingt an der Kompetenz der Gegner, würde ich sagen. Liegt auch eher daran, wie kompetent diese Gegner sind, dass keiner gestorben ist. So, wir brauchen dringend die Bösartigkeit hier. So, drauf da. Ja, das müsste jetzt gerade mal aushalten. Schon wieder. Das ist halt auch nervig, weil durch die dämlichen Portale bringen mir halt auch meine Fallen immer nur bedingt viel. So, sorry, die Zeitverausserung haben wir gerade nicht. Wir müssen los. Das verbessern. Das können wir verbessern. Hier fehlt uns. Achso, Fraktionsforschung. Hab ich die nicht ordentlich gemacht? Wahrscheinlich habe ich zu viel wieder zugebaut. Naja. So, dann sind zumindest mal die ganzen Kisten verbraucht, oder Großteil. Noch weitere 3 Minuten. Es wäre so schön, wenn ich den öfter einsetzen könnte. Allein schon für den Movement Speed, also für den Bewegungsboost. Das wäre so gut. Gerade wenn es hier nirgendwo noch mehr Portale gibt. Das finde ich ein bisschen dumm. Sag ich, wie es ist. Ich könnte aber mal ganz doof ein paar Gurus einfach opfern. Ein bisschen Fäulnis. Und die Fäulnis wird auch direkt verbraten. Okay, da flogen ein paar Gegner. Okay, ja, ich hätte ihn rausziehen können, ja. Ich dachte halt, dass er zwischendurch mal nicht angegriffen wird. Naja, bisschen Verschnitt und so. Gegner wollen mich echt mobben. Talia hoch. Eure Goldader ist fast erschöpft. Das ist halt echt immer noch nervig. Das. Ich weiß halt nicht, woran es liegt, dass sie einfach viel zu viele Befehle nicht ausführt.
wenn man sie befiehlt. Gut. Kann ich mal kurz hier sammeln. So, hier kommt auch mal bitte hinterher. Ding Dong, es ist Zahltag. Einhorn. Ja, komm, die Bösartigkeit kann nicht schaden. Let's go. Zumindest nur einen kleinen Bereich getroffen. Macht das Viech bitte schnellstmöglich platt. Sonst schleicht sich ein halber Gegner unter uns durch und das muss ja auch nicht sein. So, fängt jetzt eh wieder mit seinem anderen AOE-Angriff an, oder? Ich? Ja. Zumindest bevor wir den Tentakelzauber wieder frei haben. So, Sturm des Bösen setze ich gleich ein, wenn alle unsere Einheiten wieder zusammen sind. Und ja, den Skelettfürsten, der kann dann mal nachrücken. Ich hab's abgebrochen, ne? Natürlich. Ist halt so eine Millisekunde noch gewesen. So. Erneut entstieg der Dungeon Lord der babyhaften Hülle Gorgus. Jetzt wird hier mal bitte schnellstmöglich aufgeräumt. Dankeschön. Goku macht seinen Job gut. Im Gegensatz zu gefühlt allen anderen. Ah, der Tentakelzauber war ein bisschen übertrieben, aber hey. Ein weiteres Mal wurden goldene Portale im Dungeon geöffnet. Warum? Talia und das vernichtende Böse hinterließen eine solche Spur der Verwüstung, dass sich Heavy-Metal-Konzertbesucher begeistert Notizen gemacht hätten. Wenn ich mit den Helden hier fertig bin, dann haben sie keine Ärmel mehr. Oder vielleicht noch Ärmel. Als Talia und die Armeen des gnadenlosen bösen Kondor die Stadt der Helden betraten, löste dies ein Alarmsignal aus. Kondor ruft um Hilfe. Und die Armeen der nahen Festung Horan antworteten. Sie machten sich flugs auf den Weg, um ihre Verbündeten zu unterstützen. Es sind Feinde. Das könnt ihr gerne versuchen. Oder gerne machen. So, das Ding da hinten schnell kaputt machen, bitte. Goku ist weg. Verdammt. Gorgus Zeit als Dungeon Lord war vorüber. Der Thronsaal wird angegriffen. Ja, der Thronsaal muss halt jetzt leider gerade mal kurz warten. Eine Goldader wurde vollständig abgebaut. So, zurück. Und direkt. Oh, das war gar nicht so unknapp. Ja. Könntet ihr mal die Flammenwerfer-Typen ausschalten? Ich weiß halt gerade nicht, welcher von denen das ist, deshalb kann ich ihn nicht anklicken. Aber okay, sie haben ihn scheinbar ausgeschaltet. Gut, wenigstens etwas. So. Sollte auch mal die Feurigen nicht nur erforschen, sondern auch rekrutieren, genauso wie Glotzer.
Wo war jetzt... Wo ist das Portal aufgegangen? Oder... Ach nee, klar, ich habe ja den Portalraum... Zu deren Portal habe ich ja geschlossen. Demnach gibt es ja kein Portal mehr, was sie aufmachen können. Nee, ich brauche eigentlich... Hier liegt ganz schön viel Bösartigkeit noch rum. Kreaturen holen sich ihren Sold. So, was wollte ich hier reinbauen? Ich weiß es nicht mehr. Naja. So, euch brauche ich ja nicht mehr an Gogo verfüttern. Das heißt, ihr könnt einfach mal für die Fäule zuständig sein. Kisten bekommen wir auch mal, weil wir genug haben. Das gleiche machen wir nochmal mit Gurus. Gut, ihr holt euch hier oben noch euer Gold. Generell ist Gold gerade eher Mangelware. Hier oben wäre halt noch ein bisschen was, was wir uns holen können. Aber dann sind halt die auf jeden Fall aktiv. Hier ist noch ziemlich viel Gold. Holen wir uns das mal, auch wenn ich hier wieder Dingens drin vermuten werde. Bisschen vermute. Wie heißen sie? Die Mana-Linge. Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Ich hab's doch gesagt. Okay, das war nur der eine. Das ist gut. Ah, da kommen schon wieder Gegner. Ich hab's genau gesehen. Ah, schalten wir mal die Feuerelementare hier aus. Eure Schnodderlinge haben einige Lavalinge aufgeweckt. Und günstig. So, macht euch da mal dran. Dann mit den Türen kann ich den Raum hier abgrenzen. Das noch zumachen. Und eine Schatzkammer hier reinsetzen. Die Zahlen da hochschnell, ne? Und es schmilzt halt gefühlt trotzdem echt langsam nur. Alle einfach mal mich wahrscheinlich ausruhen, wenn ihr wollt. Ich guck mal, wo ich noch ein bisschen Gold ausgebuddelt bekomme. Weil viel haben wir nicht mehr. Hm. Ah, guck mal, hier ist die Rettung.
So, nachdem ihr euch alle ein bisschen erholt habt, geht's wieder an die Oberwelt. Denn wir müssen hier noch das kleine Dorf hier vernichten. Und dann können wir mal unseren Stiefbruder, Ziehbruder, wie auch immer, ausschalten. Reicht dann nämlich auch langsam mal mit ihm. Ding Dong, es ist Zahltag. So, dann hat mal Zahltag. So, ich werde auch jetzt definitiv dieses Kristallwesen ignorieren und alles, weil das ist halt meiner Meinung nach ein bisschen doof, dass die Dinger immer respawnen. Ich kann verstehen, warum sie es machen. Aus dem einfachen Grund, dass wir dann damit eine bessere Quelle, generell eine mehr oder weniger unendliche Quelle an Bösartigkeit bekommen, aber findet die Rate, mit der die spawnen, dann doch ein bisschen übertrieben. So. Ach, der Sturm hat schon wieder aufgehört, das ist doof. Kommen noch nicht mal dazu, unsere Fallen groß auszuprobieren, weil die Gegner nicht mehr in den Dungeon kommen. Auch wenn ich gerade gesehen habe, dass uns wieder was entgegenkommt. Ich würde mal alle gleichzeitig ankommen bei den Gegnern, das wäre sehr hilfreich. Okay, das war's für die. Generell habe ich das Gefühl, dass das Spiel manchmal auch einfach meine Mausklicks ignoriert. So, mal hier haben wir noch gar nicht. Und hier kommen wir ja auch in das Camp hier rein. Bisschen Bösartigkeit mitgenommen. Aber dadurch, dass wir halt auch immer mal wieder eine unendliche Quelle an Bösartigkeit bekommen, ist halt auch wenig Grund, irgendwie auch nur im Entferntesten was zu planen, beziehungsweise im Entferntesten dran zu denken, okay, ich hab halt begrenzte Ressourcen, ne? Passiert halt nicht. Auch wenn ja, ne, zwischendurch ist es mal knapp und dann muss man mal raus. Aber meistens hat man es dann ja doch auch alleine dadurch, dass man halt ein Camp zerlegt oder sonstiges. So, Tristan, was treibst du jetzt schon wieder? Verpiss dich doch eh wieder, oder? Es war soweit. Talia und das absolute Böse oder dessen Armeen hatten Tristan erreicht. Tristan! Endlich stehen wir uns gegenüber. Es wird Zeit, diesen Handlungsstrang zu beenden und meine schmerzhafte Kindheit hinter mir zu lassen. Deine schmerzhafte Kindheit? Hattest du etwa auch eine große Schwester, die dich oftmals mies behandelt hat? Ha! Ich wurde mies behandelt. Da war es nur recht, dass du auch etwas davon abbekommen hast. Und überhaupt, wir sind Geschwister. Aber das müssen wir hier nicht erörtern. Dein Plan ist gescheitert. Was auch immer du hier tun wolltest. Gib auf, dann lasse ich dich am Leben. Und fahre dich in einem Käfig durch die Gegend. Mein Plan ist nicht gescheitert. Sieh her! Ja. Ich sehe. Wie gesagt, den Fallenmeister haben wir nicht geschafft. Den Rest schon. Tristan hatte sein Ziel erreicht und nutzte die Macht des Handschuhs.
Doch im Gegensatz zu Talia schnipste er nicht, sondern machte ein umgekehrtes Schnipsen. Statt wie beim sogenannten Dungeon Lord Snap entsetzliche Kräfte freizusetzen, passierte dieses Mal das Gegenteil. Heilende Kräfte ergossen sich über das Land. Helden, die dereinst erschlagen worden waren, waren plötzlich wieder am Leben. Ebenso auch Thanos, der Ziehvater von Talia und Tristan. Während Tristan über die Wiederkehr seines geliebten Vaters überglücklich war, war es um die Zufriedenheit von Talia deutlich schlechter bestellt und die alte Wut brodelte erneut in ihr hoch. Doch die Helden waren hier zu stark und Gorgu noch nicht mächtig genug. Darum zogen sich Talia und das hinterlistige Böse zurück. Vorerst. Die Helden wiederum waren natürlich in Feierstimmung. Ein großes Wiedersehensfest wurde anberaumt. Die Kathedrale des Lichts. Thanos war zurück. Es war irgendwie zu erwarten, dass sie Thanos wiederbeleben. Gut, ich würde sagen, wir nutzen die Gelegenheit und starten in der nächsten Folge in die nächste Mission. Und werden wahrscheinlich dann entsprechend dafür sorgen, dass Gorgu mächtiger wird. Schrägstrich das ultimative Böse, der Dungeon Lord, wie auch immer man ihn jetzt nennen möchte. Und dann ziehen wir halt wieder gegen Tristan und Thanos. Und hier Brünnhild lebt ja auch noch, oder? Hatten wir sie gekillt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube doch, die hatte sich, glaube ich, verzogen. Auf jeden Fall. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bis dann. Ciao, Freunde.